In dem zweiten Teil von der Folge mit Philipp habe ich versucht, mit ihm über viele andere Dinge zu reden, außer über Sprachen zu lernen, Barrieren beim Ausdrucken und sonst was, sondern darüber hinaus wie Hautfarbe, Arbeitsmarkt und vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst uns starten. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. Ich weiß nicht, inwiefern du Preis von deinem ein bisschen privaten Leben geben möchtest, in der Hinsicht, da du ja Deutsch bist, aber nicht Deutsch aussiehst. Wie hat das Leben von Philipp geprägt? Das hat das Leben von Philipp extrem geprägt und ich habe gemerkt über die Jahre, dass Aussehen, viele sagen ja immer, Aussehen spielt keine Rolle. Ich kann sagen, Aussehen spielt eine extreme Rolle, leider. Das Auge ist der Sehsinn, ne, also wenn wir sehen. Ich würde sagen, das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Es ist ein Segen für Sachen wie YouTube. Es gibt Menschen, die sind sehr stark in Videos und für die ist das ein Segen. Die können mit ihrer Körpersprache sehr gut überzeugen zum Beispiel oder auch mit ihrem Aussehen. Aber es ist ein Fluch, weil über sehr viele Menschen geurteilt wird, einfach wegen ihres Aussehens. Und wie ich eben gesagt habe, da auf dem Land östlich von Köln, da wurde ich immer als Türke beleidigt. Das war eine Beleidigung. Ja? Du Türke, und ich habe gar nicht verstanden, was die meinen. Ja, also, du kommst rein in so eine Welt und hier in Köln, in der Grundschule war noch alles okay. Dann bin ich dahin in die Grundschule und auf einmal spielt dieses Aussehen so eine Rolle. Ne? Und man versteht das gar nicht. Es gab fast nichts anderes. Ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen erwachsener benommen. Ich habe nicht so viel Blödsinn gemacht wie die anderen. Aber es war nicht der Grund. Das eine, was sie gemerkt haben, ist, okay, der sieht ein bisschen südländischer aus. Und Kinder werden oft immer so, ja, Kinder sind toll. Kinder können sehr grausam sein. Das kann ich sagen. Ja? Man muss mit Kindern aufpassen. Die sind nicht automatisch lieb und nett. Wenn du nicht aufpasst, was Kinder machen, die können sehr schlimm sein. Ja? Und ich habe schon gelitten mit diesem Aussehen, das muss ich ganz klar sagen. Es gab bestimmt auch Situationen, wo ich einen Vorteil hatte, aber dann habe ich das nicht gemerkt. Ne? Man merkt das nicht, die Vorteile, aber gelitten schon sehr, andauernd. Du siehst nicht deutsch aus, diesen Satz. Also das ist so ein Satz, der ist unglaublich, dass man das nur hören muss. Ne? Weil es ist, die Frage ist immer, wenn jemand das sagt, das heißt immer, der Ort, wo ich dich sehe und dein Gesicht passen nicht zusammen. Das ist, was die meinen. Ja? Und ich sag immer, du musst dein System updaten. Wir sehen jetzt so aus. Ich würde gerne von dir wissen, ob du schon mal den Satz gehört hast. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gehört. Weil die Leute schnell merken, ja, welche Musik spielt, wenn man mit mir spricht. Also das war auch immer eine Sache. Das ist eine gute Sache. Jetzt kommt's. Weißt du, was gut ist? Du kannst, wenn du willst, diese Sendung anfangen mit Diskriminierung kann wunderbar sein. Diskriminierung kann wunderbar sein. Rassismus kann wunderbar sein. Ein verrückter Satz, ich erkläre ihn. Wenn du so viel Druck bekommst, ohne dass du etwas falsch gemacht hast und damit klarkommst, Stärke entwickelst, nicht eine aggressive Stärke, nicht sowas wie, ich mache euch fertig, aber im Sinne von, ich werde mich besser entwickeln, weil ich durch diese harte Zeit durchkomme, dann ist das ein Vorteil mit dieser Einstellung. Wenn man heult und sagt, ich werde diskriminiert, dann haben die gewonnen und dann haben eigentlich alle verloren, meiner Ansicht nach, weil dann gehst du runter. Wie bin ich so gut geworden in so vielen Sachen? Weil ich diskriminiert wurde. Ich bin davon überzeugt, viele Sachen spielen eine Rolle. Erziehung, gute Erziehung, gute Bildung in Belgien bekommen. In Belgien, ich bin bis heute dankbar, die besten Schulen, die ich gesehen habe in meinem Leben, waren bis jetzt in Belgien und das sind staatliche Schulen, nichts für reiche Leute. Für alle. Aber drittens auch diese Einstellung, okay, ich bekomme irgendwie zu Unrecht irgendwie hier Nachteile, aber ich werde das ändern. Ein Punkt war die Sprache. Ich habe gesagt, okay, ich werde besser sprechen als alle anderen hier, aber ich werde nicht arrogant werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ja, wolltest du was sagen? Ja, dazu zum Belgien. Ich habe tatsächlich gestern den Jackson interviewt. Der Jackson ist dunkelhäutig. Und der war auch in einem Internat in Belgien. Okay. Und der hat gesagt, dass Mehmet und Ahmad mehr als Tim machen müssen. Aber Mamado muss noch das Dreifache oder das Vierfache machen, um wirklich zu überzeugen. Ja,
Ich habe eine Diskriminierungspyramide für den Arbeitsmarkt. Ja? Ich habe mich spezialisiert auf Bewerbungen und ich habe gesagt, okay, es ist ein Nachteil, wenn du zum Beispiel dunkelhäutig bist. Ich würde sagen, ja, dunkelhäutig würde ich auch sagen, ist schwieriger, bei einer Bewerbung zu überzeugen, im Allgemeinen, es gibt Ausnahmen, als, ich sag mal, nur ein bisschen brauner, würde ich sagen. Dann gibt's noch Kombinationen beim Namen, ja. Der Vorname, keine Ahnung, wenn der so Vorname und Nachname türkisch ist, das klingt für viele sehr unattraktiv. Ja, das ist alles sind unterbewusste Sachen. Die Leute sind nicht in ihrem Kopf böse. Das ist nicht, was ich denen sagen möchte. Wir sind so erzogen. Ich wurde so erzogen. Ich wurde beleidigt als Türke. Das hat mein Unterbewusstsein geändert. Das musst du dir vorstellen. Obwohl ich nichts gegen Türken hatte, aber die Leute haben mir irgendwie gesagt, Türke sein ist was Schlechtes. Das haben die mir gesagt. Das sind Manipulationen unseres Unterbewusstseins. Und die meisten merken nicht, dass sie Rassistin sind. Ich war oft rassistisch in meinem Leben, ich habe das nicht gemerkt. Erst später habe ich gesagt, Moment Philipp, das war rassistisch. Manchmal war es positiv rassistisch, ich habe jemandem geholfen. Manchmal war es negativ, ich habe jemanden irgendwie ignoriert. Ja, da muss man sich bewusst sein. Aber wenn man sich bewusst ist, dann hat man das schon eigentlich geschafft, dass man die Probleme immer findet. Das Problem sind die Leute, die sich dessen nicht bewusst sind. Die würden nicht sagen, dass sie rassistisch sind, aber die sind das. Auf jeden Fall. Also du wirst es auf jeden Fall bestätigen dann, was der Jackson gestern gesagt hat. Ist natürlich in jedem Bereich so ein bisschen anders. Ich würde sagen, als dunkelhäutiger Mann hat man wieder Vorteile und Nachteile. Beim Arbeitsmarkt würde ich sagen, auf jeden Fall mehr Nachteile, als wenn man nur ein bisschen brauner aussieht und irgendwie einen anderen Namen. Ich würde das doch, würde ich so bestätigen. Weil, wie ich gesagt habe, das Aussehen ist sehr krass anders. Ja, bei mir ist so ein bisschen anders, ja. Aber bei einem ganz dunkelhäutigen ist das halt sehr anders. Und das ist einfach verrückt, dass das Aussehen, und ich lasse mir nichts sagen, das Aussehen spielt eine große Rolle. Was ist die Lösung? Jetzt kommt meine Lösung. Ich sage nicht, wir setzen uns alle in einen Podcast und sagen, verdammt, es gibt Diskriminierung. Ich habe das Spiel geändert. Ich habe gesagt, wir nehmen Diskriminierung als Chance und wir sagen, wir müssen einfach besser werden. Und wir sind der Diskriminierung dankbar, weil die uns hilft, besser zu werden. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre niemals so ein Profi in Bewerbungen geworden. Niemals. Aber ich habe gesagt, okay, wie kann ich meine Bewerbung so gut machen, dass man nicht anders kann, als mich einzuladen? Weil man sagt, das ist so überzeugend, das ist so kompetent geschrieben und auch von der Grafik. Ich habe angefangen, später Grafiker zu bezahlen, dass die Grafik sehr schön machen von meinem Lebenslauf. Ja? Daraus sind dann neue Ideen gekommen. Krasse Bewerbungsfotos. Ich gebe viel Geld für Bewerbungsfotos aus. Und ich sage den Leuten, nimm Geld in die Hand und mach ein Foto, was einfach 10% besser ist, als was die anderen haben. Ja? Das heißt, am Ende, wenn deine Bewerbung da liegt, haben wir das Unterbewusstsein anders manipuliert. Normalerweise ist das Unterbewusstsein manipuliert mit, oh, das ist so ein türkischer Name, oh Gott, der ist bestimmt, keine Ahnung, nicht kompetent, ja, weg. Aber wenn wir das anders machen, dann vergisst das Unterbewusstsein, ja, eigentlich will ich ja solche Leute nicht, aber das sieht so gut aus, gerade optisch. Deswegen, ne, wir machen das anders, diese ersten 26 Millisekunden beeindrucken wir durch so ein gut vorbereitetes Dokument, dass das einfach stärker ist als das andere. Das ist die Strategie. Ich hätte das nie gemacht, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich nicht Probleme irgendwie gehabt hätte. Wir kommen aber trotzdem zu dir nochmal, Philipp. Was hast du gewonnen dadurch, dass du jetzt auch Arabisch kannst? Sehr viel. Ich habe sehr viel gewonnen. Einmal, ich bin sicher, ich hätte nicht so einen guten Willen entwickelt, schwierige Sachen zu lernen ohne Arabisch. Jura hat mir auch geholfen, weil Jura super schwer ist. Und Arabisch ist auch schwer. Das war sehr gut, wieder auf diese Schwierigkeiten zu stoßen. Mit der Schrift und wie ein kleines Kind. Ich muss 1000 Mal die Buchstaben schreiben. Das hat meinem Charakter sehr geholfen. Dass das so schwer war, dass ich gesagt habe, nein, du machst weiter, nein, du machst weiter, nein, du machst weiter. Es hat mir auch geholfen natürlich, um in Kontakt mit Menschen zu kommen. Ich muss ihnen immer erklären, langsam zu sprechen und so weiter. Aber ich habe natürlich, und dann habe ich das auch gemerkt, es ist ein großer Unterschied, ob ein Einwanderer Englisch-Muttersprachler ist oder zum Beispiel Arabisch-Muttersprachler. Ein Arabisch-Muttersprachler, der hat es schwieriger hier. Nicht nur wegen der Sprache, sondern die Menschen kennen seine Sprache meistens fast gar nicht. Und das heißt, wenn er redet, wirkt er exotischer. Übrigens, ich habe das auch bei anderen Sprachen, ja, Tigrinya, Persisch und so weiter, ja. Die Leute kennen diese Sprachen gar nicht, die meisten. Die lernen das hier nicht in der Schule. Du lernst hier Englisch und Französisch meistens, ja. Ganz selten hörst du hier Französisch, ja. Du hörst mehr Arabisch und andere Sprachen, Türkisch, Persisch und so weiter. Aber trotzdem in der Bildung, in der Schulbildung ist das nicht angekommen. Und wir lernen immer noch, ich selber, meine erste und zweite Fremdsprache war Französisch, aber ehrlich gesagt, ich benutze das, ich höre das fast gar nicht hier in Köln, ja. Und deswegen habe ich einen besseren Zugang bekommen zu diesen Zuwanderern, dass ich merke, okay, krass, die sind kompetent, die können was.
die können richtig was. Das einzige Problem ist die Sprache. Aber ich höre, die sind schlaue Leute, die sind fähige Leute. Ne, wenn wir ein paar Schritte, ich sehe oft, ich glaube, es ist leichter für mich zu sehen, was die Leute schaffen können beruflich in Deutschland oder Österreich, weil ich sie höre, wie sie in ihrer Sprache sich ausdrücken können. Ja, wenn das nicht so schwer ist wegen Dialekt. Aber wenn ich das verstehe, dann sage ich, okay, krass, dieser Typ, glaube, der könnte sehr viel Geld verdienen in dem und dem Bereich. Wenn ich ihn nicht verstehen würde, wäre das schwer für mich, weil ich habe keine Ahnung, was sie sagen. Ja? Viele denken ja immer automatisch, wenn die in einer anderen Sprache reden, ah, die reden bestimmt über mich, die immer negativ. Kennst du solche Leute? Ne? Viele Lehrer haben das Problem auch. Die sagen, ey, Moment, warum redet ihr in eurer Sprache? Ne? Ich glaube, das hat mir geholfen, die Verbindung zu den Menschen. Millionen von Menschen sprechen diese Sprache und das ist krass. Wenn du im Internet bist, ich war nie in so einem Land, aber ich schreibe mit diesen Leuten, ich sag, wow, Alter, das ist schon beeindruckend. Ja, also das hat mir viel gegeben. Ich gebe mal ein Beispiel. Es sind so viele, dass ich mich frage, was soll ich nehmen? Ich nehme das Wort Thema. Das Wort Thema ist ein griechisches Wort auf Deutsch. TH, die Wörter mit TH sind fast immer griechische Wörter. Weißt du, kannst du mir sagen, wie man Thema auf Arabisch sagt? Maudua, nehmen wir Maudua. Okay, Maudua kennen wir. Und dann bei der E-Mail, diese Betreffzeile, auf Deutsch sagen wir Betreff, auf Englisch sagen wir Subject. Ja? Auf Arabisch steht da wieder Maudua. Und ich fand das, ich sag, hä, warum steht da jetzt Thema? Und ich sag, ja, stimmt, das ist das Thema von dieser E-Mail. Auf Deutsch benutzen wir das Wort Betreff, ich weiß nicht warum, aber da habe ich gemerkt, ein Wort, zwei Bedeutungen. Ich sag, das ist logisch. Erste Fremdsprache, die ich wirklich gut kann, ist Deutsch. Ja, und dann versuche ich nur einfach zu vergleichen Deutsch und Arabisch. Ja, und dann fragt man sich, warum sind da zwei Wörter? Genau, und dann habe ich für mich einfach ein Erkenntnis sozusagen gewonnen, wo ich mir gesagt habe, hör einfach auf, beide Sprachen zu vergleichen, weil sie einfach von Natur aus ganz verschieden sind. Ich finde das sehr interessant. Ja, ich finde das interessant. Oder auf Arabisch gibt es zwei Wörter für Betrug. Es gibt einmal den Betrug für Geld, Risch. Also es ist auf Deutsch wieder getrennt. Wir haben, wenn du jemanden was verkaufst und du bringst ihm das nicht, dann das ist ein Betrug. Wenn du im Unterricht so abschreibst, illegalerweise, dann ist das Schummeln oder Spicken. Ja? Okay, auf Arabisch haben wir dieses Wort Risch für beides. Das ist auch wieder interessant. Auch wieder, wenn du mit Menschen aus Syrien sprichst, dann sagen sie auch ein umgangssprachliches Wort, was mit Ridar gar nichts zu tun hat oder vielleicht auch, aber die haben das Wort quasi umgewandelt irgendwie. Mhm. Und dann sprichst du zum Beispiel mit jemandem aus Ägypten, der dir ein ganz anderes Wort sagt. Und das sind Sachen, die sind faszinierend. Auf Deutsch ist Betrug, ne? Einmal für den Ehepartner und einmal für Geld. Aber im Kurs, im Unterricht ist ein anderes Wort. Vielleicht merken wir, je tiefer man reingeht, desto schwieriger ist es, ein allgemeines Urteil über eine Sprache zu fällen. Dass man sagt, ja, diese Sprache ist mehrdeutig und dann, boah, finden wir, vielleicht sind es verschiedene Bereiche. Ich würde gerne jetzt zu meinen drei Fragen kommen. Philipp oder Mudar, beschreibe dich bitte einmal in 5 Wörter. Okay, wie beschreibe ich mich in 5 Worten? Ich würde einmal sagen, ehrgeizig, motivierend und motiviert. Ich bin selber auch motiviert. Viertens, aufmerksam. Und fünftens, nicht allzu ernst. Dann würde ich sagen, jetzt nach etwa 22 Jahren, was würdest du dem 10-jährigen Philipp sagen? Sei es Lob, sei es Rat, sei es einfach irgendein Gequatsche. Ich würde dem 10-jährigen Philipp sagen, folge deinem Herzen. Ich glaube, es ist kein blöder Spruch. Wirklich, wenn man das schafft, dann hat man auch kein Problem, seine Meinung zu ändern. Ja? Viele Leute in Deutschland haben wir das, die wollen ihre Meinung nicht ändern. Wer A sagt, muss auch B sagen. So ein Spruch. Wenn du einmal etwas anfängst, musst du das zu Ende bringen. Aber es gibt Sachen, die sollte man nicht zu Ende bringen. Ja? Und wenn dein Herz ganz klar ist, ich will das andere nicht mehr, das ist nichts Schlimmes. Seine Meinung ändern ist was Starkes und Menschliches. Folge dem Herzen. Wenn ich bei dir bin, dann hätte ich dir gerne ein High Five geben wollen. Dazu muss ich wirklich nichts sagen.
Ich würde von dir gerne wissen, deinen besten Spruch, den du jemals gelesen, gehört oder selber ausformuliert hast, wenn du einen hättest. Der Würdest du bitte einmal auf Deutsch übersetzen? Ja, Optimismus gewinnt immer. Oder Positivismus gewinnt immer. Und was ist damit gemeint? Man muss es auch verstehen, sogar wenn du einen Nachteil bekommst, wie Diskriminierung, wir haben heute darüber gesprochen, wenn du ein Optimist bist, viele wissen nicht, was ein echter Optimist ist, dann sagst du, okay, ich habe hier einen Schlag bekommen, mal gucken, was ich daraus lerne. Ja? Du siehst das als die Verletzung, siehst du als eine Chance, etwas zu machen. Ja? Du wurdest gefeuert, du sagst, okay, gut, daraus kann ich Sachen lernen. Was kann ich daraus lernen? Ja, egal, was für eine negative Sache passiert, mit einem praktischen Optimismus, nicht, dass man sich belügt, ja, nicht, dass man sagt, es ist nicht passiert, es ist passiert, du wurdest gefeuert, aber du sagst, was kann ich daraus lernen? Und nicht, verdammt, dieses verdammt, da muss man schnell drüber wegkommen, sondern gucken, wie kann ich damit gut umgehen, dass ich auch aus dieser Situation als Gewinner rausgehe, obwohl von außen sieht das aus, dass man verloren hat, aber in Wirklichkeit hat man gewonnen. Und das meine ich mit Optimismus, praktischer Optimismus gewinnt immer. Ja, von dir kann man auf jeden Fall nicht nur Deutsch lernen, würde ich mal sagen. Ziel erreicht, Ziel erreicht. Sehr schön, sehr schön. Abschließend würde ich nur hoffen, dass du wirklich alle deine Ziele für dieses Jahr und für die nächsten Jahre auch erreichst. Und du hast ja auch eine sehr schöne Botschaft, was du so den Menschen mit auf den Weg geben möchtest. Und ich hoffe wirklich von dem ganzen Herzen, dass du es auch hinbekommst. Und da bin ich mir auch sicher. Amen. Vielen, vielen Dank, dass ich in der Sendung sein durfte. Das war super cool bei dir. Vielen Dank. Abschließend würde ich mit deinen Worten den Podcast abschließen tatsächlich und sagen, Philipp, richte bitte eine Botschaft an den ganzen Menschheit. An allen Menschen da draußen, was würdest du alle Menschen der Erde sagen? Meine Botschaft an die Menschheit ist, seid nett zueinander. Und mit diesen schönen Worten kann man wohl die Folge beenden. Ich wünsche euch, je nachdem, einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Peace. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.